Hallo und herzlich willkommen zurück hier im LS22 auf der Nordermarsch. Ja, ich bin gerade dabei, die Seemaschine zu befüllen. Für die Grasaussaat auf der einen Fläche, wo wir... Nee, die habe ich offline gemacht. Das habe ich offline gemacht. So ist besser. Ziemlich dicht dran fahren. Sollte aber passen, genau. Wo wir, oder wo ich offline halt gekalkt habe. Genauso wie die anderen Felder. Also, ne, einmal hier gekalkt. Hier ist gerade der Helfer am Pflügen. Hier gekalkt. Hier die Fläche gekalkt. Und die beiden Flächen noch gekalkt. Ne? Das habe ich alles offline gemacht. Ja. Das Gute ist, wir brauchen jetzt kein Drive-Laner, also keine Fahrgasse, ne? Im Gras wäre es ein bisschen doof, ne? So, ich muss mal schauen, wie weit wir damit jetzt denn heute kommen mit der Aussaat. Weil eventuell würde ich dann... Eventuell, entweder mache ich das denn... Also jetzt in-game? Also, ne? Also jetzt in der nächsten Folge halt. Oder ab der nächsten Folge dann ein bisschen... fangen wir schon mal an mit Kartoffeln roden. Oder ich werde erstmal hier oben die beiden Felder pflügen. Da sind nämlich noch Weizen rauf, beziehungsweise das eine Feld oder die beiden Felder würde ich ja zusammenlegen. Mal schauen. Mal schauen. Es soll ja noch regnen jetzt nachher, ab 10, glaube ich. Das ist für die Aussaat nicht ganz so berauschend. Eigentlich auch fürs Kartoffelroden nicht ganz so berauschend. Mal schauen. Also ich habe jetzt auch mit Absicht den Helfer hier angesetzt zum Pflügen. Weil wir in der nächsten Zeit noch genug mit Pflügen machen werden. Da wir jedes Feld pflügen müssen. So gut wie jedes Feld. Auch hier. Ne? Deswegen habe ich hier mal den Helfer angesetzt. Kann der sich hier so ein bisschen austoben auf dem Feld. Soll er mal lang hin machen. So. Hier habe ich jetzt gekalkt. Ich hab das jetzt vorher nicht bin jetzt hier vorher nicht nochmal mit der Scheibenegge rübergefahren. Weil wir haben eine Kreiselecke eingebaut und noch mit drinne. Und da passt es, da reicht das denn, wenn wir jetzt das, ich sag mal, mit der Kreiselecke vorarbeiten. Lass hier mal ein bisschen Platz fürs Vorgewände. Sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Das Gras ist eingestellt, ja. Mal schauen, wie weit ich mit den Saatguttank hinkomme. Dann denken, der hebt ein bisschen später aus.
da auch nicht zu forsch bin. Hier sind auch Steine drauf. Ich muss zwar die Grasfläche nicht walzen, aber ich werde sie mal walzen. Weil ich habe keinen Bock, die... Oder ich hatte eigentlich gar keinen Bock, hier noch mit dem Steinesammler rüber zu fahren. Ich guck mal, ob ich die noch eingewalzt kriege. Vielleicht hätte ich mir... Na gut, ich hätte mir vielleicht... Hätte man sich auch holen können, ne? 4 Meter Dingsbums habe ich ja als Mod eigentlich drin. Ja, hätte man sich auch holen können. Gerade jetzt hier fürs Grünland, denn wäre das eigentlich gar nicht mal so verkehrt gewesen. Ich habe ja so einen Frontpacker, so eine Frontwalze. Und vorher mal einmal, ne, rüber und dann... Ja, ja. Habe ich auch nicht dran gedacht wieder. So ein Shit aber auch. Naja, gut. Ist nun mal so. Vielleicht. Ja gut, sonst. Vielleicht werde ich das doch noch mal holen. Eventuell. Und dann vielleicht bei den nächsten Fällen das macht. Da muss ich aber aufpassen. Na gut, aha, kommt wieder drauf an, ne? Ob wir, wenn wir denn die Drive-Lane ranmachen, ob ich da denn auch Dings halt hab, ne? Den Unterlenker. Weil der verschwindet ja gerne mal bei dem Drive-Laner dann. Die Steine werden nicht so gut. Mal schauen, vielleicht werde ich noch ein, zwei Felder kaufen und da vielleicht mal so Gas ansehen und dann wieder verkaufen. Vielleicht kann man da dann auch eventuell noch mal ein, zwei Grasaufträge machen im Frühjahr dann nachher. Bisschen Geld dazu verdienen. Bin ja auch am überlegen, ob ich das Nova Cat, das Butterfly kaufe. Den könnten wir nämlich mit dem 824 Mähenrückvereinrichtung. Ne? Dann würden wir halt das ganze Mähgedöns nochmal abgeben. Wir haben ja, oder ich habe ja jetzt wie heißt denn die Marke jetzt auch? Meine Güte. Feller, genau. Front- und Seitenmähwerk. Das vielleicht nochmal abgebe. Meine Flächen sind ja dann doch etwas größer, die wir haben. Ja gut, die eine Fläche oben, ne? Aber sonst, weiß ich nicht, kriege ich das Dings auch eigentlich nirgendwo verwenden. So wirklich, das Nova Cat. Weil ich nicht viele Dings hab, wo ich das so verwenden könnte mit der Rückvereinrichtung, ne?
gar nicht, habe ich das hier drin eigentlich oder? Ah, siehst du, den habe ich auch noch. Wobei bei dem hier ist ja echt auch ein schöner Lademann, aber der hat keinen Siliermitteltank, ne? Nee, das Pöttinger habe ich nicht mit drauf. Das ist ein Novaket. Novaket oder Novacut. Novacut, ne? Egal. Wie weit ist der Helfer? Ja, wird. Vorgewende muss ich sowieso nacharbeiten. Vielleicht aber ja, halt in der nächsten Zeit oder so gut wie auf jeden Fall halt flügen. Ne? Und den Drescher will ich dann auch erst übermorgen, soll das glaube ich trocken werden, weil wir haben noch drei Felder zu dreschen. Einmal Sorghumhirse und einmal Hirse. Wie gesagt, wo da der Unterschied ist, weiß ich nun auch nicht. Was mir gerade einfällt, was ich noch mal gucken wollte, war, ob die Preise sich jetzt angepasst haben vom Dings, seht ihr? Von den neuen Früchten halt, ne? Dinkel und das ganze Gedöns. Ja, das hier sowieso, aber hier, ne? Ja, okay, doch, es passt sich, ja. Jetzt im September kriege ich das meiste Geld. Okay. Das ist bei allen drei so, ne? Hm. 1600. Ich weiß nicht, ob sich das da vielleicht nochmal irgendwie ändert. Das wäre im September halt das Wärme, wo kriege ich denn Wärme her? Okay. Ich glaube, Sojadrinks ist auch neu. Glaube ich. Ah, gut, okay. Ja. Deswegen. Müsste ich eigentlich jetzt mein. Was war das? Dinkel? Meine Dinkel verkaufen. Da habe ich ja relativ viel von. Also ein Anhänger voll. Kann ich ja gut und gerne verkaufen. Aber ich warte mal. Ich schau mal. Vielleicht ändert sich da ja noch was. Bei den. Ob das preismäßig sich auch doch noch mal ein bisschen anpassen tut, ne? Ja, das mit dem Frontwalze. Ah, das hat jetzt hier ganz gut gepasst. Ah, das ärgert mich schon wieder. Ich glaube, das werde ich nochmal, werde ich wohl nochmal mit reinnehmen. Und dann mal schauen, vielleicht bei den nächsten Malen,
eventuell. Da passiert. Ah, na. Ich ziehe auf der falschen Seite. Ja, gut, okay. Wieso habe ich jetzt da runter gemacht? Ah, Gottchen. Ach, Gottchen. Das ging ja auch mal wieder voll in die Hose eben gerade. Oh, ich sehe aber auch schon, dass wir am Ende angekommen sind. Gut, ich werde mal hier die Fläche noch fertig machen, ne? Ach die Scheiße, es ging eben voll in die Hose. Und ich würde sagen, wir sehen uns ja beim nächsten Mal. Ja, weiß ich noch nicht, was wir genau machen. Muss ich mal schauen, was wir denn machen. Ne? Und ja, ansonsten, ihr wisst, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Gerne auch ein Abo, würde mich auf jeden Fall riesig drüber freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüssi.